Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Messe La Vita im Rahmen der Fototage in Piacenza. Herzlich willkommen an unserem Messestand beim DVF Saarland. Wir vertreten die Fotoclubs und Einzelmitglieder unseres Landesverbandes. Dort sind etwa 350 Mitglieder organisiert. Was passiert in einem Verband oder in einem Fotoclub? Ja, ich denke, das ist der Dialog unter Gleichgesinnten. Das Hobby Fotografie verbindet uns ja alle und ich denke, das bereichert die Sache, wenn man sich den gegenseitigen Dialog abholt, Bilder bespricht, über Bilder redet oder über Fotografie allgemein. Was machen wir noch oder was bieten wir unseren Mitgliedern an? Wir organisieren Workshops, Wettbewerbe, Fotoausstellungen, dies deutschlandweit. Wir kooperieren mit anderen Verbänden, unsere Fotofreunde aus Luxemburg oder durch die Nähe zu Frankreich, auch mit französischen Fotografen. Und das macht die Sache so spannend. Was beinhaltet so eine Mitgliedschaft im Deutschen Verband für Fotografie? Wir bieten die Zeitschrift Fotografie 10-mal frei Haus mit an in unserem Mitgliedsbeitrag und das, wir sage und schreibe, 56 Euro im Jahr. Und wenn man bedenkt, dass so eine Fotozeitschrift heute zwischen 5 und 7 Euro jeden Monat auch kostet, die man sich ja auch meistens gönnt als engagierter Fotograf, dann würde ich sagen, dann ist diese Mitgliedschaft fast geschenkt. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, sehr viele andere Vorteile noch mit Workshops, mit vergünstigten Teilnahmen bei anderen Aktivitäten. Und es würde mich freuen, wenn einfach hier noch ganz viele vorbeikommen und sich über Fotografie bei uns erkunden. Herzlichen Dank.